Xialin, zeig mal deinen Bauch. Ja, da, hier, da. Boah. Ist ja nicht zu verstecken. Was für ein Riesenbauch. Wahnsinn. Welche Woche bist du jetzt schon? 26. 26 ist sie schon. Und fühlst du dich satt? Ja. Und irgendwie, oder? Aber nicht deswegen. Hab's ja nicht gegessen. Hast gefrühstückt. Ja. Weil wir sind jetzt gerade dabei, ja, unter anderem ein bisschen aufzuräumen. Wir sind nämlich ganz schön fleißig am Werkeln zurzeit und ja, ich zeige euch das mal ganz kurz. Ja, zeig mal unsere Wand. Genau, wir haben hier eine Wand gebaut. Hier, eine schöne, ja, weil hier war ja vorher so ein Gitter, wenn man das mal auf der anderen Seite sieht. Ja, da könnte schon ein Baby durchfallen. Ja, deswegen haben wir gesagt, da müssen wir irgendwas machen. Und für die Hunde ist es auch gut. Und wenn es kalt ist, also so Winter ist und so, dann ist das ja so ein bisschen geschützt davon unten her. Und genau, da haben wir diese wunderschöne Wand gemacht, das ist so Rigips. Und da drauf eine schöne Fototapete. Sieht voll geil aus. Echt cool. Das haben wir voll gut gemacht. Das haben wir letztens, am Freitag erst, gell? Haben wir das gemacht, mitten in der Nacht, nach der Arbeit. Damit das passiert. Genau. Und dann haben wir hier jetzt auch mal endlich ein bisschen in Ordnung gemacht. Das war noch so ein letzter Schandfleck in unserer Wohnung. Gut, eigentlich haben wir überall Schandflecken, aber gut. Auf jeden Fall haben wir hier so einen Schrank besorgt. Dieser Schrank ging komplett in unseren Oldtimer rein, voll geil. Und da haben wir jetzt alles mögliche Zeug drin. Hier so Babysachen, ja, hier ist Bügeleisen, das wir noch nie verwendet haben. Doch, einmal haben wir es verwendet. Dann haben wir hier den alten Computer, davon kommt auch noch so ein Video. Was haben wir hier? Eine Tasche und keine Ahnung, auf jeden Fall voll viel Zeug, ja. Hier sind auch Babyschalen schon und Babysachen und... Und wir müssen gleich los. Genau. Ich kriege jetzt nämlich noch einen Schrank für da unten. Ja, wir kriegen jetzt noch einen Schrank für da unten. Das ist noch so ein Schandfleck. Oder war mal ein Schandfleck. Ja, da fliegt halt hier. Da. Hier von der Treppe fliegt der ganze Dreck halt da runter. Genau, und dann immer in die Schränke rein. Und jetzt haben wir einen Schrank gefunden. Also ist immer, wir versuchen immer alles kostengünstig irgendwie zu kriegen. Und der Schrank ist dann umsonst, den wir jetzt holen, und der passt da super wahrscheinlich hin oder sollte eigentlich sehr gut hingehen. Und heute fahren wir mit dem, boah, das war knapp, mit dem Dodge. Ja, und ihr dürft mit dabei sein und wir laden dann den Schrank da rein und dann stellen wir den auf. Sehr schön. Bin gleich bereit. Let's go. Gleich los. So, und schon sitzen wir im Auto und los geht's. Darf ich deinen Kopf jetzt überhaupt zeigen? Ja, ja. Mein Video von der Fahrt machen. Ja, guck mal, ob es schon warm genug ist, aber müsste eigentlich gehen. Alles gut. Mach mal. Na dann, bring mich zu meinem Schrank. Auf zum Schrank. Wir sind da. Ja, schön. Ja. Wir sind zu früh. Ja, das wird, glaube ich, jetzt nicht so das Problem werden. Okay, ja, dann hol mal einen Schrank. Hol mal einen Schrank. Let's go. Let's go. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da, Schrank ist da. Zeig mal her. Geht komplett ins Auto. Ohne komplett, Problem. Komplett auseinandergebaut. Ja, das stimmt. Diesmal auseinandergebaut. So. Oh. Tada. Cool. Na dann, holen wir mal die Hunde raus. Hallöchen. Ja, hi ihr zwei. Na kommt her. Ja, Amy, kommst du auch? Ja. Hallo. Amy. So, da muss er jetzt hin, der Schrank. So, erst
mal hier ein bisschen aufräumen. Platz machen. Nein, stell mal ins Auto rein. Da ist er gut aufgehoben. Ach so, ja stimmt, du hast rechtzeitig hochtragen. Na, das kann man machen. Schuhe, Raum weg. So. Dann haben wir hier noch Rehgipsreste, Sackkarre. So, einmal aufräumen. Dann magst du mal eine Ja gut, wie wollen wir das? Nochmal von vorne. So, ich würde trotzdem gerne das mit der Tür testen, weil wenn es gar nicht geht, müssen wir uns was einfallen lassen. Ja. Willst du dann das Bodenteil hinlegen oder willst du nur die Seitenwand hinstellen? Das Bodenteil. Dann muss man das festhalten. Vielleicht zur Erklärung für euch, dieser Schrank ist 54 cm tief. Wir haben hier gerade mal 90 cm, glaube ich, Platz. Das heißt, diese Türen von dem Schrank werden nicht ganz aufgehen. Jetzt ist die Frage, gehen sie weit genug auf oder passt der Schrank nicht dahin? Schauen wir mal. Und dann müssen wir das einfallen lassen. Das wäre ein bisschen doof. Ja, ich sag ja, der ist 54 tief und wir haben hier 90. Das heißt, du hast hier gerade 36 cm Platz. Ach du Scheiße. Ist ja an sich nicht so schlimm, weil du musst ja da normalerweise nicht laufen. Wichtig ist nur, dass die Türen einigermaßen weit aufgehen, dass man zumindest was reinkriegt. Ich habe das schon alles gemessen, ich weiß das schon, dass das so aussieht. Aber das wird einem erst bewusst, wenn es dann dasteht, wie eng das wirklich ist. Also das ist wahrscheinlich echt so, da kommst du ja gar nicht durch. Das Blöde ist natürlich, dass die Türen jetzt ganz unten sind. Das heißt, ach so. Du musst jetzt erstmal ausladen. Ja gut, du kannst ja erstmal da so hinstellen, ja. Da hast du ja eh schon angefangen. Ja. Dann vielleicht in der Reihenfolge, das ist oben, oder? Mann, oder den großen Schrank! Okay. Was ist das hier? Seitenwand oder hinten? Okay, weil da brauchen wir dann eine. Nein, wir haben ja schon den Boden. Ach so, ja, stimmt. Ich habe gedacht, mit Seitenwand kann man es ein bisschen genauer machen, aber ja, nee, passt. Tür daneben stellen sollte das passen. Okay. Dann werden wir es wissen, ob es machbar ist oder nicht. Weil ein Stück gehen sie natürlich. Er hängt. Brich's nicht ab. Musste ich an die Telekom-Werbung denken. Was? Hä, welche Telekom-Werbung? Hä? Ist wurscht. Klär mich auf. Sind wir Smartphones? Nee, bildschirmsüchtig. Ach so. Junge Paare haben weniger Sex. Genau! Ah, und dann diese Grafik. Verstehe. Ja. Oh, Amy hat sich's mal wieder gemütlich gemacht. Hallo, Amy. Ich mach dir Schatten, Entschuldigung. Na, da haben wir ja. Na? Amy? Wie geht's? Ach Leo, was los? Nicht aufregen. Nichts ist unmöglich, wenn der Schrank von Toyota ist. Wir können vielleicht sogar. Was? Hä? Geht das auf? Ja, weil die Tür nicht so tief ist wie der Schrank selber. Ach krass. Ja, okay. Ja. Oh geil, das ist ja. Schaut euch das mal an, das ist ja Maßarbeit. Könnte gehen. Oh, mega. Ich passe halt da mit meinem dicken Bauch dann irgendwann nicht mehr hin. Boing. Also, dreckig. Der ist ja dann hier doch, der Schrank, der ist ja dann auf der Dings da, der steht dann hier so. Oh, das geht auf. Könnte ganz aufgehen, ja. Oder wenn dann nur so angewinkelt, könnte der auch noch sein. Aber ja, das ist halt das, was ich gedacht habe, wenn ich hier, weil wir haben ja auf der Seite hier zwei Türen, so eine Tür, zwei Türen. Und wenn ich die so aufmache, dann sind die ja beide schräg und dann passt man kaum noch dazwischen. Ja gut, du kannst halt nur eine Tür aufmachen. Ja. Oder ablassen. Ah nee, wir wollen ja zumachen. Ablassen? Achso, die Türen ablassen. Nee, ja, wir wollen zumachen. Ja, aber das sah ja gerade gut aus. Ja, das müsste eigentlich gehen, ja. Ja, dann bauen wir jetzt mal auf und dann schauen wir mal mit der Kamera, ob das funktioniert. Das machen wir. Das meiste steht. Enger mal geht. Ja. Das meiste steht. Jetzt müssen die Schubladen hier noch rein. Das ist echt krass, weil die nämlich echt Millimeterarbeit hier reingehen. Kannst du es bei der zweiten dann gleich noch zeigen? Wir dachten, die gehen nicht rein, weil zu wenig Platz zur Wand ist, aber. Irgendwie spannend. Gehen sie ganz raus, ja, oder? Ja. Ach, die Tür wird noch ein Weg, ne? Dann müssen wir die noch einstellen. Viel Platz ist da echt nicht, aber da sollen ja nur Sachen rein, die wir nicht so, oft so gut wie nie brauchen. Deswegen passt das. Das ist echt eng, aber es geht. Okay, passt bis zur Wand. Oh wei, oh wei. Ich geh mal, ne?
Ja, zeig uns mal. Ja, ich sehe halt auch echt nicht viel. Ja. Also, Moment, so geht's nicht, ja. Ich muss die hier so oben. Oh, wenn ich das sehen würde. Direkt schon in die Fuge rein. Und dann. Warum liest du so? Mit der Fuge schon hier runter um die Ecke und zack drin. Oh. Echt krass. Ich glaube, wir haben nicht viel gesehen, aber egal, Hauptsache die Schublade ist drin. Schön. Hey. Und jetzt haben wir noch folgendes Problem. Die Türen da hinten gehen auf. Das ist kein Problem, weil da gehen sie bis zur Wand. Aber die hier, die bleibt dann hier an dieser blöden Stange hängen. Weil die Stange weiter raussteht als die Wand. So ein Mist. Nur so im Winkel auf. Da steht er. Man sieht schon, viel Platz ist nicht. Kommt man gerade so durch. Aber das ist alles Maßarbeit. Die Schublade vorbei an der Türklinke bis fast zur Wand. Viel Platz ist da. Naja gut, immerhin, nicht schlecht. Und die Tür geht auf. Geh auf. So. Boah, da ist nicht mehr viel Platz. Da würde ich jetzt auch gar nicht mehr zum Zumachen, aber von unten. So. Boah. Die da unten geht natürlich auch auf. Die hier, die große, geht auch auf. Die geht hier an der Ecke genau vorbei. Und geht ganz auf. Und zum Glück komme ich hier aus irgendeinem Grund, weil die Wand schief ist, ich weiß es nicht, dazwischen, um sie wieder zuzumachen. Hier ist eine Schraube rausgerissen gewesen, die haben jetzt geleimt. Das muss jetzt noch trocknen, wo wir das Brett hier dann hier hinhängen können und die Stange. So. Und die Tür hier, die bleibt leider hier hängen. Absägen. Ja, man könnte sich überlegen, ob man da ein Stück raussägt aus der Tür. Wenn es stört. Durchgehen. Hallo, wir flexen die Stange weg. Das geht auch. Hallo. Hi. Tschüss. So, dann sieht man. Nee, sieht man jetzt hier nicht wirklich mit der Kamera. Aber man kommt einigermaßen hin. Geht schon. So. Krass. Guck mal, die kommt hier an die Treppe dran. Stimmt, die kommt an die Treppe dran. Hey, ist die so viel größer, die Tür, oder was? Ach so, es kann natürlich sein, dass die unterschiedlich groß sind. Ich messe das mal. Weil hier, wenn ich hier die ganz aufmache, ist hier nur so ein Millimeter Platz und ich komme mit den Fingern nicht dazwischen. Ja. Und zum Glück ist die so kurz und ich kann unten zum Zumachen. Bei der hier komme ich hier dazwischen. Verrückt. Außer die ist auch ein bisschen kürzer als die da. Tatsächlich kleiner, die ist 38,6. Aha. Aha. Deswegen ist es auch anders, als ich das gerechnet habe, weil ich natürlich davon ausgegangen bin, ich habe die Breite genommen und durch 3 geteilt. Was denn? Das sieht so bescheuert aus. Keiner würde so den Schrank da hinstellen. Glaube ich. Bald passe ich da nicht mal rein. Nee. In 3 Monaten wird das nichts. Also wenn wir was da raus brauchen, muss ich das dann holen. Ja. Ich habe ihn schon hier hingeschoben. Echt, oder? Ja. Ach, das war das laute Quietschen. Ja, ich habe einfach geschoben. Ah, oh Gott. Optimal. So. Da kommt dann später die aus dem... Also es wird einfach getauscht. Die hier kommt nach oben ins Bad und die aus dem Bad kommt hier hin. Und dann ist nämlich hier der perfekte Platz für den Kinderwagen. Mhm. Der kann dann hier stehen. Ja, schau mal, so schlank wie du bist, geht auch super. Darfst halt nicht zunehmen. Hab ich nicht vor. Gut. Also das ist mir überhaupt nicht aufgefallen, dass die unterschiedlich groß sind, die Türen. Ja, das sind ja auch nur, was, 3 Zentimeter oder so. Das ja, aber macht's aus in der kleinen Ecke. Hier schon, ja. Das sieht gut aus. Ja, aber passt. Mhm. Dann können wir uns überlegen, entweder stört uns nicht, dass die nicht ganz aufgeht, oder wir säbeln tatsächlich... Bringt nichts, weil es an die Treppe drankommt. Ah ja, stimmt. Hast recht. War ja was. Gut, wenn man es absäbelt... Doch, wenn man es absäbeln würde, würde man trotzdem. Achso, dann würde man auch an der Treppe vorbeikommen. Ja. Ja, schauen wir mal. Aber das ist nicht viel, also. Ja, hast du. Ja, gut, doch, wenn man hier so das Stück wegsägt. Ja, schauen wir mal.
Sehen wir dann. Sehen wir dann. Aber da kommt so Zeug rein, dass man ihn nicht benutzt. Da schau mal, wie verstaubt dieser Schuhkarton ist. Der ist so verstaubt, den wird keiner mehr brauchen. Der kommt da rein. Sehr gut. Super.